und meinen nächsten Patienten. Stopp! Stopp! Das ist eine schlampige Sanierung. Kontrolliere sehr, sehr genau diese Bereiche, da darf nichts runterfallen. Aber es ist, im Herbst wird das saniert, wird das großflächig und noch abgestrahlt und neu reprofiliert. Sandstrahlen oder Kugelstrahlen, also Dampfstrahlen, wäre zu wenig. Passt schon, Werner. Heidi. Ist sehr, sehr wichtig, also diese zeitlich fortgeschriebenen Veränderungen, die so ein Bauwerk macht. Genau da kann man dann interpretieren, welche Schädigung, wo muss man schauen, wo muss man reparieren. Also es kann irgendwas, es kann überall Probleme geben, es kann in der Gründung mit Stützen, es kann bei den Logo ein Problem geben. Das fängt ganz im Großen an und geht ganz ins Kleine, dass kleine Betonteile runterplatzen. Unten geht der Bundesstraßen durch, dass da was runterfällt und dass da irgendwer erschrickt und einen Unfall baut. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche und ich versuche da immer Worte zu finden. Es ist sehr, sehr komplex, so ein Bauwerk zu lesen. Die letzte Brückenkatastrophe liegt nur wenige Tage zurück. Letzte Woche ist in Spanien ein 20 Jahre altes Tragwerk eingestürzt. Eine Hohlkastenbrücke, auch ein größeres Tragwerk. Um zu sehen, ob Risse im Beton breiter werden, haben Michael Zehner und seine Kollegen sogenannte Spione angebracht. Also das ist einfach Gips, da haben wir Gips raufgespachtelt und da kann man dann sehen, das ist der, also da ist ein Moment ein Durchgangspunkt. Und wenn das wirklich gerissen wird, dann wird uns das nicht so gefallen. Aber in dem Fall schaut es sehr, sehr gut aus, Gott sei Dank. Und der passt da. Da müssen wir da noch. Also da haben wir vor ein paar Jahren haben wir da einen Riss festgestellt. Aber den haben wir vor 4-5 Jahren raufgepappt. Also da hat sich nichts mehr verändert, der passt. Also die Faszination ist, weil ich noch nicht ausgelernt habe. Also man lernt immer Neues dazu. Es gibt sehr viele so wissenschaftliche Untersuchungen, wie man noch tiefer in das Bauwerk reinschauen kann. Es wird nachgerechnet und das Ganze ist dann im Kontext, also Wissenschaft, dann was man vor Ort sieht, verschiedene Erfahrungen, verschiedene Sichtwinkel und das Ganze dann in einen Zusammenhang zu bringen, das Bauwerk zu lesen und ein Urteil dann abzugeben. Für ein sicheres Urteil genügt es nicht, wenn Michael Zehner nur unter der Brücke nachschaut. Er muss auch in die Brücke blicken. Jetzt geht es in den Hohlkasten. Der Hohlkasten wird von innen begangen, wird sehr genau angeschaut, die Oberfläche, die abgewickelte. Und da schaut man noch Risse, noch Abplatzungen, noch Schäden, wo Wässer von der Entwässerung drinnen sind, dass man kein Salzwasser reinbringen. Und jetzt geht's. Die Zeitabstände, in denen Autobahnbrücken in Österreich überprüft werden, sind genau geregelt. Da gibt es einmal die erste Stufe, die Fahrten des Streckendienstes. Also der muss, wenn ihm irgendwas auffällt, muss der diese Schäden registrieren und weitergeben. Das zweite ist dann das, was wir heute machen, das ist die Kontrolle. Während der Kontrolle wird das Bauwerk augenscheinlich auf Veränderungen geprüft. Die Kontrolle findet im Regelfall alle 2 Jahre statt. Und das dritte ist dann die Prüfung, die findet jedes 6. Jahr statt und dort wird wirklich der ganze Bauwerkszustand aufgenommen. Zusätzlich gibt es dann manchmal Sonderprüfungen, wo man in die Materialtechnologien reinschaut, wo man nachrechnet. Der Hohlkasten der Kremsbrücke hat eine Höhe von etwa 6 Metern. Die Decke ist die Unterseite der Fahrbahn. Also das ist im Bereich einer Koppelfuge und da dürfen absolut keine Risse und so auftreten. Da ist das ganze Tragwerk vorgespannt in den Stegen und zusätzlich wird dann noch geschaut auf Abplatzungen, ob die Sanierungen passen. Also geht auch um Gewährleistung, da haben wir vor ein paar Jahren Sanierung gehabt. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Teil, jetzt kommt ein großes Feld mit 120 Meter Stützweiten. Und in dieser Brücke, da haben wir in der Bodenplatte auch eine Vorspannung. Da sind so Lisenen, da sind die Spannköpfe drinnen. Und da wird das ganze System quasi gehalten, dass das statisch funktioniert. Nein, es ist ein Schwalben sogar.
Offenbar brütet der Vogel im Hohlkasten der Kremsbrücke. Das Ablaufen der Brücke gehört zum regelmäßigen Check. Da sieht man jetzt typisch, wo früher die Entwässerung also in das Gelände rein entwässert hat. Also früher sind die Rohre direkt von der Oberfläche Entwässerung runter. Und jetzt wird das entlang der gesamten Brücke abgeleitet. Und am Villacher Widerlager ist eine große Gewässerschutzanlage. Da wird das Ganze geklärt, gereinigt und geht dann über Vorflut in den Bach, in die Lieser. Ja, die Rohre, also da darf nichts brechen, die sind sehr genau zu kontrollieren. Also wenn man da also am Widerlager am südlichen, da entwässern wir ungefähr 7 Hektar Brücke und da haben wir 80 cm Durchmesser. Also wenn das brechen würde und das Wasser in den Hang reinfließen würde, da hätten wir ein großes Problem. Und darum ist auch im Hohlkasten innen eine jährliche Begehung erforderlich. Regenwasser, das unkontrolliert von der Fahrbahn über den Hohlkasten in den Hang unter der Brücke fließt, gefährdet die Stabilität des Fundaments. Das Zeitfenster, wo wir inspizieren können, ist sehr klein. April, Mai, im Juni fängt der Reiseverkehr an. Und dann bis Mitte September, Ende September rein, kann man keine Inspektion machen. Da haben wir sehr viel Verkehr. Und von Mitte, Ende September bis Ende Oktober, also so 3 Monate haben wir Zeit, um diese Inspektionen mit dem Brückeninspektionsgerät durchzuführen. Da ist ja der Zustand des Alters entsprechend, also inklusive Sanierung. Es gibt ein paar Bereiche wieder unten, wo man die Spione koppeln, wo man genauer hinschauen muss. Bei den anderen Sachen braucht man sich meiner Ansicht nach keine Sorgen machen. Nach 8 Stunden ist die Brückenprüfung zu Ende. Die Kremsbrücke ist für den Sommerreiseverkehr gerüstet.